Und Sie nutzen ja auch filmisches Schreiben. Sie haben ja gesagt, eingangs sind verschiedene Zeitebenen. Ich hatte gesagt, verschiedene Zeitebenen werden übereinander geblendet. Sie haben jetzt immer zwischen den Absätzen und zwischen den Zeitsprüngen, Erinnerungssprüngen auch eine kurze betonte Pause gemacht. Das ist doch auch sehr, sehr filmisch dominiertes Schreiben, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt. Also ich sehe beim Schreiben auch den Film, den ich gerade schreibe. Mhm. Ja, es ist schon sehr filmisch dominiert, das stimmt. Ja. Und wir haben jetzt einige Passagen, einige Seiten gehört aus dem ersten Kapitel. Für mich ist eigentlich der Anfang, die ersten anderthalb Sätze geben so eigentlich den roten Faden und letztendlich auch den Roman in Nuzia eigentlich wieder. Der erste Satz lautet: Die Geburt ist nicht der Anfang. Und dann der nächste Halbsatz: Der vernarbte Körper der Frau. Geht dann weiter, diese quallenartige Bewegung, die sie dann durch außen mitmachen muss oder auch mitmacht. Hm. Sind diese tatsächlich so eine Art Leitfaden für den Roman als Lektürehilfe, wenn man so hochgestochen formulieren will? Definitiv, ja. Ja. Das ist wahr. Das haben Sie sehr gut erkannt, auch vor mir. Und der Roman ist dennoch kein autobiografischer Text. Er nimmt natürlich viele Erfahrungen, denke ich, die Sie aus Guatemala mitbringen, aus anderen Städten, wo Sie waren. Ich hatte gesagt, eingangs, Sie haben in Zagreb gelebt. Sie promovieren über postjugoslawische Literatur. Ich denke, er ist voll von autobiografischen Erfahrungen und Beobachtungen, ohne dass man ihn jetzt als autobiografischen Text lesen kann. Wie sehr hat Sie das tatsächlich auch beeinflusst, oder wenn man das so sagen kann? Ja, ich glaube, dass alle meine Erfahrungen mich natürlich beim Schreiben beeinflussen. Ne? Und diese Verortung als Migrantin in einem Land aufzuwachsen, nur diese habe ich ja eigentlich gemeinsam mit der Protagonistin. Ne? Also, und da konnte ich sie auf jeden Fall besser verstehen. Ne? Und natürlich sind auch meine Erfahrungen, die ich in Guatemala gemacht habe, die meine Beobachtung der Gesellschaft dort und auch die Beobachtung der Menschen und vieler Szenen eingeflossen in den Roman sicherlich. Ja. Könnte der Roman auch, ich will jetzt nicht vorweggreifen auf das Ende oder auf den weiteren Inhalt, aber wir sehen es ja schon am Anfang durch die Verknüpfung von Religion und Gewalt ein Stück weit, das Geld im Bus wird eingesammelt wie bei einer Kollekte und so weiter, und es kommt dann weiter die Verschränkung von Glaube, Religion. Aber könnte dieser Roman, in dem Gewalt, Korruption, Drogen auch ein Stück weit Abgestumpftheit herrschen, könnte der auch, aber auch eine direkte Körperlichkeit und eine Gesellschaft, in der die Abgestumpftheit auch eben durch Körperlichkeit wiederum konterkariert wird, könnte der auch in einer anderen posttraumatisch durch Kriege besetzten, behafteten Gesellschaft spielen? Einige Teile des Romans schon, aber es gibt viele Erzählstränge, die ich aus persönlicher Erfahrung nur dort verorten kann. Also jetzt das Nachkriegs Kroatien, das ich am besten kenne, oder das Nachkriegs-Jugoslawien, hat natürlich auch immer dieses schwelende Kriegstrauma da, aber diese Gewalt, die auf der Straße stattfindet, ne, und die Dominanz der Bandenkriminalität auf der Straße oder die Angst, dass ich in den Bus steige und erschossen werde, ne, oder dass ich nach 18 Uhr nicht mehr rausgehen kann, weil es dunkel ist und fast jeder und jede um mich herum eine Schusswaffe trägt, die ist dort nicht so präsent. Ich lese eine Passage, in der ein Velario stattfindet. Das ist eine Totenwache oder Trauerfeier. Und die Tochter der Nachbarin ist erschossen worden, weil sie Mitglied einer solchen Straßenbande, einer Mara, gewesen ist. Es kommt auch eine Figur vor, die ich kurz erwähnen möchte, Gatto. Gatto ist ein Mann, den die Protagonistin erst später kennenlernt, mit dem sie dann verschiedene Dinge erlebt und der auch aus diesem Milieu kommt.
Ihre Schreie wecken mich. Ich bleibe liegen. Sie kommen in Wellen und brechen an meinem Schädel. Ich habe nicht geträumt. Alles ist klar, es verwirrt mich nichts. Nur mein Körper liegt noch starr, ich sehe die Decke. Mein Fenster ist offen, hinter den Schreien hört man die Straße kaum noch. An ihr kann ich sonst immer messen, wie spät es ist. Wahrscheinlich hat der Morgen noch nicht ganz angefangen. Zwischen den Schreien kommen ein, zwei dumpfe Stimmen dazu. An mir ist alles schwer vor Müdigkeit. Ich schließe die Augen, höre klarer, es wird lauter. Ihre Schreie, Vögel, zwei, drei Motoren und das Heulen. Ich kämpfe gegen die Starre meines Körpers. Ich lasse ihn noch ein bisschen, dann ein Ruck, ich stehe im Schwindel. Einen Moment lang höre ich nichts mehr. Ich atme, mein Kreislauf beruhigt sich. Ich mache einen Schritt, lehne mich ein kleines Stück vor, sehe den Straßenrand von gegenüber, lehne mich ein wenig weiter, mein Rücken knackt, mein Hals ist trocken. Ich mache noch einen kleinen Schritt zur Straße hin, bis zwei schwarze Köpfe am Rand meines Sichtfelds erscheinen, zwei Männer mit verschränkten Armen über ihren Bäuchen. Was sie anschauen, ist die Quelle der Schreie. Der zitternde Rücken im Schlafkleid, weiß mit Blumenmuster und der frisch gefärbte rote Pagenkopf. Es ist die Nachbarin. Toll, ay que chulo, rief Donja ihr am Samstag entgegen. Wir saßen vor dem Haus, die Nachbarin kam mit klappernden Schritten an uns vorbei, vom Fenster, schüttelte uns ihre neue Frisur vor. Wie in der Werbung, wie schön die in der Sonne scheinen. Donja klatschte, die Nachbarin fuhr sich mit beiden Händen durch die frische Tönung, rief den Namen einer amerikanischen Kosmetikfirma, wir lachten, sie grüßte und ging ins Haus. Donja klopfte hinter mir an die Tür. Jona, bist du wach? Ich sage nichts, drehe mich um, gehe zur Tür, öffne, sehe Donjas Gesicht. Sie atmet ein, sammelt Luft für die Worte. Wir müssen Kaffee machen. Sie dreht sich um, nimmt die Treppe und lässt mich stehen. Ihr Schlafkleid ist ein bisschen durchsichtig am Hintern. Dann gehe ich ins Bad, vermeide den Spiegel, falte meine Hände zu einer Schale, trinke daraus. Es ist kalt, es ist immer kalt. Mein Hals bleibt trocken. Ich wische den Mund mit meinem Ärmel ab und gehe runter. Das Gitter steht offen. Ich klopfe, sie ruft mich herein. Es dampft in den kleinen Durchgang. Das Wasser kocht schon. Donja streicht mir mit der freien, rauen Hand über die Haare. Viel Kaffee, sagt sie. Ihre Bewegungen sind langsamer als sonst. Es werden viele kommen. Weißt du, wenn man so jung ist, kommen sehr viele. Dann suchen wir Töpfe, hören dabei den Lichtröhren zu und Donja summt unverständliche Lieder in sich hinein. Wir holen alle Töpfe aus den Schränken, stellen sie nebeneinander auf den Tisch. Sie klatscht einmal in die Hände, ein Kommando, nimmt den größten mit beiden Händen, läuft mit ihm zum Hahn im Flur, füllt ihn. Ich greife den Topf von unten, sie nickt, er wird schwer, selbst für uns zwei. Wir tragen ihn zum Herd, er schwankt mit jedem Schritt stärker, ich habe unsere Kraft überschätzt. Wasser schwappt aus ihm auf die Fliesen, es wird rutschig. Wir versuchen kleine Schritte bis zum Herd, hieven ihn auf das Gitter und Donja zündet das Gas an. Jetzt müssen wir nur warten. Sie schnauft, macht das Gesicht einer Verrückten. Bis das alles hier anfängt, dauert es noch, Micha. Die brauchen lange, bis sie alles wieder aufgeräumt haben, bis die Polizei kommt, die Kleine einpackt, nach Hause schickt und alles schön aufräumt, dieses Gemetzel. Ich werfe ihr einen ihrer Fetzen auf den Boden, fange an, mit meinem Fuß unsere Wasserspur aufzuwischen, passe auf, um sie nicht zu berühren, ich will sie nicht wecken, sie sieht in den Topf und wartet auf die kleinen Bläschen. Essa carniceria. Sie sagt es langsam und ernst, so kenne ich es nicht. Letzte Woche, bei Gatto, klang es mehr nach einem Singsang. Gatto bremste ab. Wir saßen im Auto. Er fuhr mich von sich zu Donja, ich spürte noch überall den Sex mit ihm, er hatte sein Fenster geöffnet, es war Sonntagmittag und wir waren verkatert. Er schaute nicht mehr auf die Straße, nur nach links, ich sah an seinem Kopf vorbei, die Blutlache bewegte sich, schwer und dunkel, rechts davon die weiße Tüte, mein Ton kam aus der Taubheit hervor, wurde lauter, langsam, eine Traube von Menschen, sie bewegten sich, machten das Sichtfeld größer und kleiner, mein Körper war Stein, es schmerzte. Schau dir das an.
Ich wünschte mir, meinen Kopf noch weiter drehen zu können, aber er blieb starr auf der Lache und dem Kokon. Cada dia una carniceria. Es klang nach einem Kinderreim oder wie Werbung. Jeden Tag ein Gemetzel. Gatto atmete aus dabei, abwesend, ein seelenloses Murmeln wie beim Beten des Vaterunsers, bekreuzigte sich in zwei kleinen Zügen vor der Stirn, er hatte keine Zeit, das Kreuz bis an die Brust zu bringen, und fuhr weiter. Und ich sagte es auch eingangs, oder wir haben es beim ersten Gespräch schon erwähnt, es ist ein Stück weit auch ein Schreiben über den Körper, was passiert mit dem Körper. Es ist Sprache und Körper, die hier zusammenkommen und interagieren oder auch nicht interagieren, gegeneinander laufen. Es kommt mal auch der Satz, die dressierten Wörter. Da ist der Körper natürlich dressiert, beziehungsweise die Sprache wird dressiert. Es sind verschiedene Ebenen, die immer sich wieder berühren und auseinanderlaufen. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja. Also ich empfinde den Roman auch eigentlich als eine lange Flucht der Figuren, vor allem der Protagonistin, ne, vor den Wörtern, die nicht ausgesprochen werden. Also es gibt dieses riesige Fragezeichen, das die ganze Zeit im Raum ist, diese Frage nach der Mutter. Mhm. Und sie und ihr Vater sprachen auch nie wirklich darüber. Und immer wenn dieses Thema aufkommen will, dann kommt halt dieser Ton. Oder es passiert tatsächlich etwas Körperliches. Also es ist schon so eine Entfremdung, eine Entfremdung des Körpers von dem, was ihn umgibt oder von der Geschichte, in der er eigentlich verortet ist. Ja.